Eine der größten Legenden von Austria Wien feiert ihren 70. Geburtstag. Karl Dachsbacher war von 1971 bis 1985 Spieler der Wiener Austria während der erfolgreichsten Ära des Clubs. Eine Karriere, die beinahe nicht zustande gekommen wäre. Ich habe mir es eigentlich nicht zugetraut, dass ich bei der Austria überhaupt Fuß fassen kann. Ich habe mir das so ungefähr vorgestellt, naja, da gehst du ein Jahr nach Wien, machst eine interessante Erfahrung, dann schicken sie dich wieder heim. Und beim ersten Spiel, das ich eingesetzt war im Winter-Toto Cup gegen Kaiserslautern. Da ist nach 20 Minuten 3-0 gestanden und dann hat man mich schon vom Platz geholt. Und ich habe mir gedacht, genau so habe ich mir es vorgestellt, das war's. Das kannst du bald wieder mal zu Hause fahren. Aber ich habe großen Ehrgeiz entwickelt und nach einem halben Jahr habe ich den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Für mich war sehr wichtig eben der Karl Stotz. Der hat mich mal auf die Seite genommen und hat gesagt, schau, da sind Schwächen, probier das, mach das. Seine Art und Weise hat mir auch sehr imponiert. Man hat auch zum Karl Stotz Sir gesagt, wo ich den Titel anscheinend übernommen habe dann, war auch ein Sir Karl. Also diese Art und Weise, wie er aufgetreten ist und mit den Spielern gesprochen hat, war schon sehr vorbildhaft. Ernst Baumeister hat mir einmal gesagt, die Trainings waren unter der Woche härter wie die Matches am Wochenende. Das kann man durchaus sagen. Ja, das kann man durchaus sagen. Es war so, dass vor der Saison zwei Mannschaften gewählt wurden und die haben durchgehend die ganze Saison gegeneinander gespielt. Da sind mit der Tabelle geführt worden und gekekelt ist worden und wer verloren hat. Und da war sehr, sehr viel Ehrgeiz. Also interessant, weil es hat immer Prohaska gegen Gasselig gespielt. Und der Felix war, wir haben immer ja dann schon geschimpft, weil wir gesagt haben, du rennst ja beim Training immer mehr wie beim Match. Da wollte ich Herbert sagen, dass seine Mannschaft die bessere ist. Gesunde Rivalität, die uns angestachelt hat. Aber es war manchmal schon gefährlich, dass es nicht ausartet, weil der Ehrgeiz so groß war. Bis 1985 sammelt Karl Dachsbacher mit der Wiener Austria Titel um Titel. 7 Meistertitel, 4 Cupsiege und das Europacup-Finale 1978 stehen in seiner Bilanz, ehe er zurück zu seinem Heimatverein Krems wechselt und kurz darauf wegen Bandscheibenproblemen seine Spielerkarriere beendet. Gleichzeitig der Startschuss zu seiner ebenso erfolgreichen Karriere als Trainer. Das wäre vielleicht schon in der Landesliga oder wo vielleicht schon noch gegangen, aber das wollte ich dann eigentlich auch nicht. Ich bin dann gleich einmal in den Trainerjob eingestiegen, war dann gleich beim Weber Ernst Co-Trainer in Krems und wir sind gleich Cupsieger geworden. War natürlich eine Riesensensation in Krems auch gegen Ernst Happel und Hansi Müller und Betze. Also das war dann, und ein Jahr später habe ich Krems dann auch als Trainer übernommen. Hast du einen Karriereplan als Trainer gehabt oder sind Dinge einfach passiert? Sie sind eher passiert, weil ich habe dann eine Zeit Clubs in den unteren Ligen trainiert und durch die Erfolge ist man wieder aufmerksam geworden auf mich sozusagen und dann bin ich zu den Austria-Amateure geholt worden. Und das, da ist dann so richtig angegangen, da haben wir den Aufstieg geschafft, als erste Amateurmannschaft in die zweite Liga und waren gleich, glaube ich, Herbstmeister und dann sind wir zwar ein bisschen zurückgefallen und das war der Sprung zum LASK und dann hat es begonnen, dass wir mit LASK den Aufstieg geschafft haben und super Spiele gezeigt haben auch. Und dann ist die Austria auf mich zugekommen. Und das war natürlich ja, für mich sowieso das Highlight. Du kannst mal bei der Austria Trainer werden. Super. Und da habe ich dann natürlich auch nicht lange überlegt. Da war dann diese Chance, ich musste einfach nützen. Wer ist denn der beste Mitspieler, den du als Spieler gehabt hast? Ja, das ist eine leichte Frage. Ja. Das ist eine leichte Frage, aber es hat wirklich sehr viele gute gegeben. Aber der Herbert Prohaska hat natürlich alles überstrahlt, weil er nicht nur ein super Spieler war, also von der Qualität her, sondern auch der Mannschaftsführer, muss man sagen. Und auch so einen Ehrgeiz entwickelt hat, der ihm von vielleicht anderen und auch so talentierte Spieler abgekommen hat. Wer würdest denn du sagen, war der beste Spieler, den du als Trainer gehabt hast? Von der individuellen Klasse her würde ich fast sagen, der Milenko Asimovic. Es hat natürlich der Slatko war natürlich auch ein super Spieler,
Und der Ivica Vastić beim LASK, brauchen wir auch nicht reden. Also der war zwar in schon vorgeschrittenen Alter, aber noch immer top. Der hat nach mir, glaube ich, noch 2-3 Jahre gespielt, also bis 40. Also so gesehen ist das, muss man da den größten Respekt haben, was der auch alles erreicht hat. Aber so von dem individuellen Können her war der Asimović schon großartig. Hat der in gewisser Weise, das war ja ein Spieler, der, wo viel auch von seiner Laune, von der Stimmung, von der Lust abhängt, hat der ein bisschen eine Sonderbehandlung auch bekommen? Hat er die auch verdient? Hat er braucht. Und das habe ich jetzt natürlich nicht einfließen lassen in meiner Beurteilung vorher. Seine ja auch Launenhaftigkeit, seine Aversion gegen Konditionstraining zum Beispiel oder so. Weil wenn er da ehrgeiziger gewesen wäre, glaube ich, hätte er eine ganz große Karriere machen können. Er war in Frankreich, eh schon top. Er war bei Tottenham. Dort, glaube ich, ist er nicht sehr viel zum Spielen gekommen. Also er hätte, wenn er jetzt noch zielstrebiger und ehrgeiziger gewesen wäre, dann, ja. Und er hat, ja, er war ein bisschen launenhaft, klarerweise. Ich kann mich an eine Episode erinnern, ist er gekommen und hat gesagt, Trainer, ich höre auf. Ich komme nicht mehr, ich höre auf. Sag ich, warum? Ja, nach dem Spiel haben mir die Fans geschimpft. Da haben wir das Spiel verloren. Oder was? Ich lasse mich nicht schimpfen. Da habe ich gesagt, ich höre auf. Sehe nicht, war ich nicht lang. Aber so war er. Nach seiner Tätigkeit bei Wacker Innsbruck mit 66 Jahren beendet Karl Dachsbacher seine Karriere endgültig. Es war sehr schön und auch eine lange Zeit, aber es geht mir jetzt wirklich nicht mehr ab. Es ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, jetzt höre ich auf. Das ist eine schwierige Entscheidung. Es ist auch als Spieler so, wenn man die Karriere beendet. Aber wenn man dann den Entschluss gefasst hat, ist auch irgendwo eine gewisse Erleichterung, dass man freier ist einfach. Weil als Trainer denkst du Tag und Nacht an Fußball, an was kann ich besser machen, wie stelle ich auf, wie trainiere ich mit den Burschen, wie gehe ich mit ihnen um. Und das ist auch ein gewisser Druck, den man vielleicht nach außen hin nicht merkt, aber der ist da. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, in fortgeschrittenen Alter aufzuhören, ist das auch eine gewisse Befreiung. Welche Pläne hast du noch mit 70? Hat man da noch große Pläne? Oder? Es gibt keine Pläne. Ich lebe in den Tag hinein sozusagen. Also habe auch keinen Pensionsjob oder was. Also, das kenne ich gar nicht. Also ich bin sehr gern zu Hause. Ja, bin eh schon als Spieler und Trainer sehr viel herumgereist. Da hat zwar meine Frau nichts davon gehabt und die drängt dann ab und zu, dann geh jetzt in Form und so. Aber wie gesagt, ich bin sehr gern zu Hause und genieße das. Verfolge natürlich die Fußballspiele manchmal fast rund um die Uhr, wenn ich zu Hause bin. Bleibe aber nicht zu Hause, wenn irgendwas ansteht. Also das mache ich nicht. Also dass ich sage, ich kann nicht wohin fahren, weil es ist Champions League. Also das nicht. Reden wir zum Abschluss noch ein bisschen über die Austria. Wie gefällt dir denn der Weg, den die Austria momentan geht? Ja, ich weiß ja, dass es sehr schwierig ist, unter den finanziellen Bedingungen jetzt erfolgreich zu arbeiten. Aber es hat sich jetzt schon eine Situation entwickelt, dass man doch merkt, es geht wieder nach oben. Dass die Austria in der momentanen Verfassung Dritter werden hätte können, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Und ja, ich war dann schon persönlich ein bisschen enttäuscht, dass der Manfred Schmid also abgelöst wurde. Aber jetzt zeigt sich doch, dass auch Erfolg da ist. Das wichtige Spiel, das letzte Heimspiel da in der Vorrunde gegen Rapid, war halt ganz wichtig, da haben halt alle zittert, dass die Austria die oberen sechs schafft und da ist dann meiner Meinung nach sehr viel möglich. Weil dann kannst so wie in der Vorsaison gleich einmal Dritter werden. Zweiter nicht mehr, aber Dritter könnte sogar das noch ausgehen. Aber es ist schwierig natürlich.
Ja, und was wünschst du der Austria für die Zukunft? Ja, dass sie zu einem finanziell wieder auf die Beine kommt, dass es keine Schwierigkeiten bei der Lizenz gibt, klarerweise, und dass sie sportlich erfolgreich ist. Ich weiß schon, dass es mit Salzburg ja natürlich ganz schwierig ist. Diese Situation hat es ja als Spieler zu meiner Zeit nicht gegeben. Und ja, was ich voll positiv finde, dass die Fans den Club annehmen, dass so viele Zuschauer kommen. War zu meiner Zeit Spieler, Trainer schon, aber als Spieler auch überhaupt nicht der Fall, obwohl wir so erfolgreich waren. Also das finde ich also für sehr positiv. Und ja, wenn sich die jungen Spieler noch ein bisschen weiterentwickeln, ist, glaube ich, schon einiges möglich. Und als Erzaustrianer wünsche ich der Austria nur das Beste.